Hey ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy von Edeka und wir machen heute eine italienische und super leckere Pinsa. Wir machen einen speziellen Pinsateig, bereiten eine frische Tomatensauce zu, belegen das Ganze mit Mozzarella und Birnen und backen das im Ofen und dann kommen frischer Feldsalat und Parmesan drauf. Typischerweise benutzt man für den Pinsateig drei verschiedene Mehlsorten: Weizenmehl 00, Soja und Reismehl. Wir nehmen 350 Gramm Weizenmehl 00. Falls ihr gerade kein 00er Mehl zur Verfügung habt, dann könnt ihr auch 405er nehmen. Dann nehmen wir 50 Gramm Reismehl und 30 Gramm Sojamehl. Außerdem nehmen wir einen halben Teelöffel Salz. Jetzt mischen wir die trockenen Zutaten schon mal. Dann brauchen wir 300 ml lauwarmes Wasser und 10 Gramm frische Hefe. Die Hefe wird im Wasser aufgelöst. Und dann verrühren wir das Ganze mit der Gabel. Jetzt kommt die Hefemischung zum Mehl. Und wir brauchen 30 ml Olivenöl. Jetzt wird das Ganze 6 Minuten lang mit der Maschine verknetet. Und falls ihr nochmal das Rezept sehen wollt, das habe ich euch wie immer in der Infocard verlinkt. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Sechs Minuten sind um. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo der Teig gefaltet wird. Und der Teig, wie ihr merkt, ist schon ein bisschen feuchter als ein normaler Pizzateig. Schön glatt, schön klebrig. Und damit er euch an den Fingern nicht kleben bleibt, gebt ihr einfach ein bisschen Olivenöl drüber und in die Form, in der ihr das kneten wollt. Zack, da rein. Das Ganze wird ein paar Mal gefaltet. Jetzt haben wir den Teig von allen Seiten mit Olivenöl benetzt. Jetzt kommt der Deckel drauf. Jetzt kommt der Teig für 24 bis 36 Stunden in den Kühlschrank zum Gehen, zum Reifen quasi. Das ist auch der Unterschied zum Pizzateig. Der Pinsateig reift deutlich länger und ist viel fettiger und viel feuchter als der Pizzateig. Und je länger ein Teig reift, umso gesünder ist er. Und so sieht mein Teig aus. Der ist ordentlich aufgegangen und riecht sehr, sehr lecker. Und jetzt brauchen wir zwei Bleche und etwas Olivenöl. Ja, genau. Wie gesagt, der Pinsateig muss vor Öl nur so triefen. Und jetzt machen wir den Rand frei. Und jetzt nehmen wir die Hälfte von dem Teig, dann wird er gedrückt. Pinsere bedeutet aus dem Latein übersetzt quetschen. Und das machen wir auch gerade mit unserem Teig. Der Teig wird nämlich gequetscht, in die Form gequetscht und nicht in die Form ausgerollt. Pinsa soll angeblich aus dem Restaurant stammen, das Pinseria hieß. Habt ihr eine Idee, wo Pinsa herkommt? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, jetzt nehmen wir das zweite Blech für den zweiten Teil des Teiges. Verteilen wir. Dann kommt der Teig da drauf. Dann formen wir den oval. Jetzt stupfe ich den Teig mit den Fingerspitzen und quetsche den in die ovale Form. Am Rand, ganz wichtig, nicht quetschen, denn der Rand geht dann ein bisschen höher auf und ist 1 cm höher, damit der Belag später beim Backen nicht wegläuft. Die Pinsaböden sind jetzt fertig, die kommen für 30 Minuten an einem warmen Ort. Ihr braucht die nicht abzudecken, da ist ordentlich Öl drauf, die trocknen so schnell nicht aus. Wir kümmern uns jetzt um den Belag und für unsere Tomatensauce brauchen wir eine Schalotte und zwei Knoblauchzehen. Diese werden geschält und geschnitten. Spielt keine Rolle, ob ihr das schön schneidet, das Ganze wird später eh püriert. Wir brauchen 2 Esslöffel Öl für unsere Tomatensauce, die geben wir schon mal in den Topf, damit es heiß wird. Schalotten und Knoblauch kommen in das heiße Öl. Das schwitzen wir jetzt 2 Minuten lang an. Und jetzt kommen 400 Gramm stückige Tomaten rein. Ein Teelöffel Majoran. Und 1/2 Teelöffel Rosmarin. Und 1/2 Teelöffel Zucker. Jetzt kommt der Salz rein. Und Pfeffer. Das Ganze wird jetzt 2 Minuten lang gekocht und püriert. Und dann ist unsere Tomatensauce schon fertig. Dann brauchen wir für unseren Belag noch 80 Gramm Parmesan. Den Parmesan reiben wir jetzt fein, damit er später auf der Pinsa einfach so schmelzen kann. Dann brauchen wir 250 Gramm Mozzarella. Abtropfen lassen und grob zupfen. Die 120 Gramm Feldsalat habe ich bereits gewaschen und geputzt. Der kommt auch später auf die Pinsa drauf. Was noch drauf kommt, sind diese 2 tolle rotschalige Birnen. Die sind super süß und super lecker.
Wer das Ganze ein bisschen süßer möchte, kann gerne Feigen statt Birnen nehmen. Und wer das Ganze würziger möchte, kann statt Feldsalat Rucola nehmen. Rucola passt übrigens auch super zu den Feigen. Was würdet ihr am liebsten auf die Pinsa tun? Schreibt es gerne in die Kommentare. Die Birnen werden halbiert, dann geviertelt. Jetzt kommt der Strunk raus und die werden in Spalten geschnitten. Mein Pinsateig auf dem Blech ist super aufgegangen. Jetzt kommt die Tomatensauce drauf. Die riecht super. Diese Tomatensauce, die könnt ihr immer kochen. Zu Nudeln, zu Risotto, zu Pizza, Pizzabrötchen. Die kommt immer gut. Jetzt kommt Mozzarella drauf. Genau die Hälfte. Die andere Hälfte kommt auf die andere Pinsel. Und die Hälfte von den Birnenspalten. Und genauso verfahre ich mit der zweiten Pinsel. Die Pinsel sind belegt und kommen jetzt nacheinander für 18 Minuten bei 250 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. In einen vorgeheizten Ofen selbstverständlich. Die Pinsen sind fertig und sehen hervorragend aus. Jetzt kommt der Parmesan drüber. Den teile ich auf beide Pinsen auf. Und der Feldsalat. So, es ist angerichtet und geschnitten und jetzt wird probiert. Die sieht sehr schön aus, sehr luftig, schön aufgegangen. Die riecht hervorragend. Ich freue mich schon drauf. Der Teig ist perfekt fluffig. Die Birne ist richtig süß, die Soße ist richtig gut gelungen, die beiden Käsesorten, die harmonieren super miteinander. Ihr Lieben, ich habe euch hier zwei weitere Videos verlinkt, unbedingt anschauen, nicht vergessen. Uns abonnieren, auch nicht vergessen, dann verpasst ihr kein Rezeptvideo mehr von uns. Bis zum nächsten Mal, euer Easy.